erstmal ausziehen. Ich habe eine kurze Hose, ich bin so nass. Wir sind so gerannt, als wenn die Polizei... Alleine. Gut sind. Jetzt wird es ja doch ein XXL-Haul, Carlitos. So war es nicht gewollt. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im Auto. Wir fahren von Holland nach Belgien. Sind jetzt auch schon fast da. Oder sind wir da? Sind wir schon über die Grenze? Grenze, ja. Ah, wir sind schon über die Grenze, okay. Ja, tatsächlich habe ich es geschafft, meine Haare noch zu machen. Ich hatte euch ja erzählt, falls ich es schaffe, würde ich ja dann noch im Zimmer meine Haare machen. Habe ich. Habe ich gesagt, hier ist eine Haarspange drin, deswegen schaut das so ein bisschen komisch aus. Ich hatte die Haare halt vor dem Gesicht hängen. Ja, wir fahren jetzt nach, oder sind jetzt in Belgien, fahren Richtung Kelmis. Das ist ja auch schon an der Grenze, ne, von Deutschland. Das ist da in der Nähe von Aachen. Und da wollen wir einmal ein Geschenk besorgen, genau. Wir fahren nachher noch weiter nach Luxemburg. Da haben wir auch Familie und da wollen wir noch ein Geschenk kaufen. Wir haben überlegt, wir können jetzt ja zum Action. Gibt es eine Zuschauerin, die würde uns gerne treffen und deswegen haben wir das ausgemacht. Dann kommt doch gerne mal zum Action. Ich freue mich total und ja, beim Action, wir filmen vielleicht auch ein bisschen vor Ort. Also wir gucken nach einem Geschenk, wir zeigen euch, was wir gekauft haben. Eine Kleinigkeit für ein Mädchen ist es. Und dann gucken wir mal, weil ein bisschen Hunger haben wir dann bestimmt auch, ne, später. Ob wir dann da essen oder ob wir dann weiterfahren und nach Luxemburg. Da brauchen wir ja auch nochmal über 2 Stunden, ne? Was? Oder? Nein, weniger. Weniger? Ich meine weniger. Ach, stimmt. Na, wir gucken nachher mal. Ich vlogge immer wieder mal. Ich nehme euch so ein bisschen mit. Ja, wir brauchen jetzt noch bis Kelmis. Nicht mehr lange, ne? 10 Minuten, oder? 14. Also bis zum Action. Ach, bis zum Action. Ja, ist er in Kelmis, ne? Ja, genau. Aber Kelmis ist nicht so gleich schon. Bei mir, ich sehe 10 Minuten, Carlitos. Ja, da oben, aber ich habe hier den anderen Navi. Ah, okay. Weil der... Ja, wir fahren mit 2 Navis. Handy. Das ist immer besser. Ja, der hat uns die Adresse ja, genauer rausgesucht. Genau. Wie viel haben wir denn hier mit der Zeit? Sind wir auch pünktlich? Ja. Ja, mal gucken, ob sie wirklich da ist, aber ganz bestimmt. Freut sich total, das Wetter sieht nicht uns super zu treffen. Finde ich cool. Also, hatte auch gelesen, Carlito, das fällt mir ein, da hatte noch jemand geschrieben, ist in Luxemburg, wollen uns auch gerne treffen. Aber ja, weiß ich nicht, wie und wo. Ich finde sowas immer total toll, wenn die Zuschauer, ne, uns treffen wollen. Warum nicht? So mal kurz, ne, Hallo sagen. Okay. Ja, gerne. Ich umarme euch alle. Ja. Ich würde sagen, ich melde mich gleich, wenn ich dann da bin. Es hat eben geregnet, jetzt aktuell nicht, ist aber alles sehr nass. Kühl würde ich jetzt nicht behaupten, wobei mir hier im Auto so warm ist. Und was denn? Wie viel Grad denn? 16 Grad. 16? Ja. Okay, also mir ist es richtig heiß. Ja, hier drin, ja. Und gestern war es auch so warm. Und gestern war wirklich in Holland, wir waren in Maastricht, ne, sind wir geblieben. Was ist das? Sehr warm, wirklich sehr, sehr warm. Kelmis. Ja, dann melde ich mich gleich. Da. Ja, so, ich darf mich mal die Kamera an, auch mal hier so ein bisschen von der Straße zeigen, wie es hier so aussieht. Hier ist sehr ähnlich wie Deutschland, muss man sagen, die Straße, aber da hinten war ein bisschen... Da war es richtig schön, da war eben so ein Kreisel. Und dieses in der Mitte, also dieses Kreisinsel, die war richtig hübsch, da waren so tolle Blümchen. Ja. Da habe ich die Kamera nicht angemacht, da habe ich verpennt. Auch gestern haben wir so viel Schönes gesehen, auch in Holland. Aber ich konnte nicht immer die Kamera schnell, hatte die halt auch nicht immer am Hals hängen. Noch ein X. Ja, Melina zählt die X. Wir können ja gleich mal fragen, warum es so viele X gibt. Oh, das wäre doch eine Frage. Ja? Hier vorne. Sind wir da? Noch ein bisschen. Der untere muss ja gucken. Oh, ob man da gut parken kann. Also hier ist Kelmis auf jeden Fall. Genau, wir sind jetzt in Kelmis. Wir haben richtiges Herbstwetter, ne? So Aprilwetter.
Aprilwetter passt, glaube ich, trifft eher zu. Sagst du Pommes? Ja, da ist ein. Willst du schon wieder Pommes essen? Gar nicht jeden Tag Pommes, nur, oder? Da ist ein, also, meine Kinder könnten tatsächlich jeden Tag Pommes essen. Die essen unfassbar gerne Pommes. Ja, Pommes! Nee, Melina, nicht schon wieder Pommes. Gestern schon eine fette Portion Pommes gehabt. Die waren ja riesig, ne? Mama, das ist wieder hier. Diese Lichter mit dem Pummel. Ja? Wo denn? Da, an der Seite. Achso, so ähnlich. Das ist echt sehr hübsch gemacht. Ja. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das scheint ja die Stadt zu sein von der Stadt, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Eis ist da. Ja, so ein kleineres Städtchen zu sein. Warum ist der Eis? Papa, warum ist der Eis? Friseur. Papa, warum ist der Eis? Wir stehen vor Action und bin auch nicht alleine. Ja, mal gucken, ob wir was Tolles finden. Ich filme aber jetzt weiter mit dem Smartphone. Ihr wisst ja, ne, dann ändert sich der Ton. Ja, wir gehen jetzt rein. Also Wochenangebote. Minimaus. Wir sind jetzt gerade hier im Malbücher am Gucken. Also Janu möchte gerne den mitnehmen. Minimaus finde ich gut. Und Spider-Man. Und vielleicht was von Elsa. Was möchtest du denn, Mili? Möchtest du auch eins haben? Dann komm dir eins aussuchen. Ach, guck mal, das ist auch hübsch für als Geschenk. Guck mal. Willst du das? Hier, das oder Minimaus? Ja, wa? Diese Frozen. Ja? Ist das nicht deins? Willst du haben? Frozen. Welches? Schaut mal, ich weiß nicht, ob das neu ist, aber. Das habe ich bei Action bei uns noch nicht gesehen. Aber sowas wäre auch cool, Mo, so Mäppchen kann man geben. Ne? Können ja mal was. Ups. Wir kennen sie noch nicht. Gucken, was wir noch so finden. Wir kennen sie noch nicht. Hier bräuchten wir auch welche. Ja, natürlich. Guck mal, Mo. Ist halt gut für Kinder zu essen. Sollen wir mitnehmen? Bettlaken. Ja? Ja. Okay, ja, aber das, was aktuell ist, ist nicht so toll. Ne, der Sticker? Irgendwie immer hier ja. So ah, der ist total verrückt nach den Soßen. Erzähl doch mal, Carlitos, welche Soßen empfiehlst du? Die scharfe, vulkanisch. Welche die? Weil ich sag dir, da frage ich mal, ja, die ist gut. Das ist die. Weil die haben ja jetzt, die sehen gerne. Jetzt alle ein bisschen anders aus. Die sahen vor kurzem, sahen die doch anders aus, weißt ja, du noch? Die war das, glaube ich, die haben wir eher genommen. Stimmt. Die ist also ja noch schärfer. Dann die Mayonnaise, die mag ich gerne. Boah, die kann ich nicht mehr sehen. Zu viel von gegessen. Was ist denn mit den Stickers? Sollen wir auch was mitnehmen? Okay, was denn? Auch wieder was mit Elsa? Elsa. So, Mickey Maus. Mini Maus. Haben wir hier? Ach, guck, hier sind Buntstifte. Ja, ich hab die großen. Ah, okay. Nee, ich dachte, du suchst die. Okay, dann können wir weiter. Nee, ich hab noch. Aber ich dachte, die bei den Insekten. Ja. Oh, finde ich auch. Die kosten in Deutschland mehr, oder? Ich zahle doch immer 3-4 Euro. Ich glaube auch. Boxershorts sind im Angebot. Badelatschen, die sind ja ganz süß. Schaut mal mit Öhrchen. Wie süß. 3,49, mega günstig. 1,79, was zahlst du denn in Deutschland? Ja, können wir gerne eins mitnehmen hier mit Wahl. 6 bis 18 Monate. Oh, guck mal hier. Gibt sie auch ab 18 Monate? Glaube ich nicht. Ja, zum Schlafen nur, ne? Komm, wir nehmen direkt 2 Packungen mit. Wenn die doch im Angebot sind. Jetzt wird es ja doch ein XXL-Haul, Carlitos. So war es nicht gewollt. Wolle einmal gucken. Nicht hübsch. Aber nee, so viel Auswahl haben sie jetzt hier nicht wie bei uns. Auch ganz schön. Würde ich sagen, ne? Ich habe mich auch noch gar nicht umgeschaut, wie groß der Laden ist, aber eigentlich genauso. Ich glaube, bei uns ist alles nur so Geburtstagskarten, ne? Wow. Boah, es ist hier übelst aufgeräumt. Selbst Carlitos sagt das. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Auch bei uns, wenn die im Angebot sind. Selbst dann nicht.
Die ist auch ganz hübsch. Sehr hübsch. Krass. Hier ist so krass aufgeräumt. Hey, die Lu. Die Wege sind hier viel breiter und alles aufgeräumt. Oh, Herbst. Wir haben schon Herbstdeko. Oh nein. Sommer, wo bist du? Der ist nicht da, der Sommer. Nee. Also im Moment auf jeden Fall. Aber der soll ja wohl nochmal kommen, ne? Ja. Mal gucken. Aber so Holzspielzeug finde ich ja klasse, ne? Aber was wir hier finden, ich weiß nicht so recht. Was wir mitnehmen können. Oder ist das jetzt neu? Puzzle geht doch auch immer. Carlitos, ein Puzzle. Ah, hier von Paw Patrol. Puzzle. Stimmt, haben wir. Ach, wie süß. Mit den Einhörnern. Aber das total ist wirklich süß. Was für ganz kleine. Ja, würde ich auch sagen. So, Ja. Luisa ist bei dir, ne, Carlitos? Okay. Hier gibt's die Stillkiste, die ich immer haben wollte. Ja, 11,95. Soll mitnehmen. Oh, hier sind auch noch Schuhe. Jetzt haben wir keinen Platz im Auto. Ich hätte gerne den mitgenommen. In kein grün. Platz im Auto. Nee, weil wir kriegen noch ein paar Sachen von Luxemburg nachher oder morgen, so, die wir dann noch so mitnehmen. Deswegen also nicht allzu viel. Was ist, Carlos? Am Fluchen? Und die günstiger oder was? Ist ja so vieles gleich, glaube ich. Ja. Ich kenne die Preise, ja. Ah, genau. Ihr wollt es. Ja. Ach, von hier dann nach Luxemburg. Komm mal her, das finde ich interessant. Wir wollen doch nächste Woche zum Trainieren. Ja, da gibt es einmal Protein, Energy, also Energie und auch nochmal Energie. Banane, Erdbeere, Schokolade. Lieber Proteine? Besser, ne? Dann nehmen wir Proteine mit. Das ist nichts. Ach hier, das ist doch noch besser für dich. Karamell. Dann nehmen wir das mit. Kostet aber 1,59, nicht 99. Nehmen wir trotzdem zum Testen. Okay, dann nehme ich beides mit. So eins noch. Für die Tante. Ja, hast du was gefunden? Für die Tante, ich habe jetzt das mitgebracht, weil das passt zu den anderen. Ja. Ach, das merke ich, die sind am Spielen. Wo war das? Das hier unten. Okay. Die sehen cool aus, oder? Noch hier die Zuckerwatte. Die sehen auch lustig, ne? Die sehen auch lustig aus. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug, ne? Ja. So, für deine Tante wolltest du noch was zum Snacken nehmen, oder was? Ja. Die hier für deine Tante, oder was? Aber die hat meine Mutter nicht so gern. Ja, schmecken die gut? Ja, zum für sie, ja. Für mich glaube ich auch nicht, aber für sie sieht ja auch interessant aus. Dann nimm das doch noch für sie mit. So, oh, die sehen irgendwie so, sehen so matschig. Aus, ja. Das ist das. Dann nehmen wir das sonst mit. Ja cool. So was Kleines. Weil Tee kriegt sie ja auch, dann sieht das gut aus. Okay. Ja. Hier. Nein, nicht noch mehr Haribo-Kinder. Guck nur noch ihr eben, was sie hier so haben. Die heiße Schokolade und sowas. Heiße Schokolade sehe ich aber nicht. Heiße Schokolade? Hier haben sie noch andere. Das sieht auch cool aus. Ja, guck mal hier. Nee, das ist nichts mit. Achso, das sind wieder die Bars. Ja, aber. Ich habe jetzt. Nein, du wolltest das an. Ja, aber das ist ja nichts mit Proteine und so.
Ne? Ich meine, die hätten mehr. Ja, die sehen cool aus von LOL. So, dann wollen wir mal wieder. Mau. Bisschen spazieren, Luisa. Die Häuser gehen jetzt noch belgische Schokolade schauen. Mal schauen, wie die schmeckt. Aber die sind auch noch nicht gut. Ja, ja, doch lecker. Ah, die sind cool. Das ist ja die Eisdiele, die hat jetzt offen. Wir sind doch gerade hier vorbeigefahren, da war noch zu, die Eisdiele. Okay. Jetzt hat sie offen. Was kostet da? Eine Kugel 1,50. Ja. Komm mal die Kamera, kannst du das? Ja. Komm, ich filme mal. Also wir sind jetzt hier im belgischen Laden. Das ist die. Wir wollen so typisch belgische Leckereien kaufen. Das ist oh, die weiße Kuh. Schokolade mag ich nicht. Nee, die aber haben nicht so dicke Dinger. Gibt es was Kleineres so zum Probieren? Wir gucken mal und dann melden. Schaut mal, das nehmen wir jetzt einmal mit. Kostet 2,89. Vielleicht noch besondere Bonbons. Schaut mal, interessantes Eis. Super Schubs Eis. Pass auf, die Finger weg. Komm, Luisa, Finger weg. Cool. Ja, wir haben jetzt Zwiebeln noch eingekauft. Ja, das ist so Zwiebel und die Schokolade. Oder Zipfel. Was wie es hier aussieht. Eigentlich, ne? Ich wollte mal, so ist es da. Man tut die Sachen da rein, ja, dann kassiert er ab und gibt uns die Sachen in die Hand. So wie so ein Lager, ne? Ja, wie so ein Lager. Cool. Also ein bisschen wie Metros. Fand ich jetzt total interessant. So, meine Haare sehen aus. Ja, das ist gut, das ist ja, danke dir für diese Ladenempfehlung. Wir haben was gefunden. Und jetzt haben wir Hunger, jetzt wollen wir was essen. Schaut mal die Luisa. So sympathisch, wie sie ist. Gib die Hand einfach. So, wir haben uns verabschiedet. War recht angenehm, oder? Carlitos? Ja, haben jetzt, sind auch jetzt ein Stück gefahren. Wir haben, sind jetzt hier bei diesem Restaurant, was sie uns empfohlen hat. Und essen jetzt da. Sind das Stück jetzt hier hingefahren. Müssen jetzt noch hier einen Weg hoch gehen. Und wenn wir gleich da ein bisschen was essen, denn ich habe wirklich Hunger. Was wir essen, ich weiß gar nicht. Oh, da ist eine Ratte. Luisa. Das war, glaube ich, eine Maus, oder? Eine Ratte. Okay. Ja, filme ich für euch gleich mit. Ja, weg ist sie. Mädels, wir haben gegessen. Ich bin so satt. Wir haben so super gut gespeist. Die Toilette, die ist hier so hübsch. Ja, das ist schwer. So hübsch gemacht. Sehr, sehr edel. Es regnet. Wir wollten gerade raus. Aber es regnet ganz doll. Kinder ziehen sich gerade ihre Strickjacken an. Achso, falls ihr euch fragt, wo wir essen waren. Wir sind hier bei Baby Lou. Ja, zu empfehlen. Richtig, richtig lecker. Und Süßes haben sie noch bekommen. Zeig mal, was habt ihr bekommen? Ja, stimmt, hat er noch gegeben. 4 Stück. Na gut. Nein, ich bin so lachlich. Es ist so krass am Regen. Wir sind hier so. Ich bin bitchin' nass. Ey, wir fahren noch nicht, ne? Wir müssen uns erstmal ausziehen. Ich habe eine kurze Hose. Ich bin so nass. Wir sind so gerannt, als wenn die Polizei. Als wenn die Polizei da. Leute, man sieht gar nichts mehr. Und dann kamen die zwar, die standen da. Also die Kellner. Und gucken so mal so, boah, ich so, jo, ein bisschen Regen. In dem Moment kommt der Carlos. Der ist pitschernass, hat sein Pullover gerade ausgezogen, pitschernass. Ich sitze hier noch nicht mal richtig, ich bin hier reinge... Ey, die Fliege ist immer noch hier, ich glaub's nicht. Mann, ey. Die Fliege, die mit von Holland nach Belgien kam und jetzt gleich mit uns nach Luxemburg geht. Yeah.
Ich kann nicht mehr, ich bin echt fix und fertig, ey. Boah, das war zu krass. Boah, ich bin so unfassbar nass. So, Strickjacke ausgezogen. Janu, bitte die Jacke ausziehen. Luise auch. Ich melde mich gleich. So, wir sind halbwegs trocken. Nein. Meine Haare. Ja, Carlos, seine Hose ist komplett nass. Meine Haare. Wofür habe ich mir die Zeit genommen und meine Haare gewählt? Scheiße. Ich habe ja Kapuze aufgehabt, aber so. Die Spitzen sind trotzdem ein bisschen. Jetzt regnet es nicht mehr. Nee. Dann zu diesem Getränk. Hatten wir ja gestern in Holland gekauft und gestern Abend haben wir die noch probiert. Den haben wir noch kühl gestellt. Wir hatten einen Kühlschrank. Ich finde es lecker. Sehr lecker sogar. Da sind solche Stücke drin. Und die Stücke, sehr viele Stücke sogar. Das ist nichts für dich, Luisa. Zum Spielen, ja, da muss ich erstmal richtig zumachen. Aber nicht zum Trinken. Macht schon Spaß, um zu machen. Darius Bach, uns allen geht es soweit gut. Wir fahren jetzt Richtung Luxemburg. In Belgien heute bleiben wir nicht hier über Nacht. Genau, wir ziehen weiter. Wir bleiben in Luxemburg über Nacht. Und Kinder, die reden ja nur noch vom Spielplatz. Das hat ihnen gestern so gut gefallen. Heute, ob wir heute noch auf den Spielplatz gehen, weiß ich nicht. Aber wir treffen heute noch eine Cousine. Die Cousine treffen wir heute, dann haben die Kinder genug zum Spielen und so. Ja, so macht es ja auch keinen Spaß, ne? Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass es da ein bisschen wärmer ist. Genau, wir fahren jetzt über 2 Stunden noch. Ja, 2 Stunden genau. Jetzt 2 Stunden genau? Okay, wenn du nicht mehr fahren kannst oder nicht mehr möchtest, tauschen wir, ne? Möchtest du gleich mit mir tauschen? Die Hose aussieht. Die Hose ist so pitchenass. Hier ist gerade was da rausgefallen von der Hose. Was? Taschentuch? Irgendwas? Ja. Das war so witzig. Ich hatte so ein Lachflash, Mädels. Wir haben das so gemacht. Das ist ein Ringschirm. Ich weiß auch, diesen schwarzen kleinen, den man so. Genau. Also, der Carlos, wir waren am Plan, wie machen wir das denn jetzt? Und wir so. Also Carlitos geht runter, holt den Wagen nach oben und stellt ihn vor die Tür. Aber es war so krass am Regnen, dass wir sind alle nass geworden. Auch diese paar Meter, die zwischen Tür und Auto waren. Carlos dann erstmal zum Auto gerannt und hat den Kinderwagen reingestellt, ne? Und wir so, Gianno, jetzt kannst du laufen. Er zack, weil er geht ja auch von hinten rein. Gianno ist, glaube ich, nicht so nass geworden. Gianno ist nicht so nass geworden. Nina auch nicht. Nee, nur du? Ich an den Beinen. Ich mit Dario in der Hand, Decke über seinem Kopf, hier schnell her, reingesetzt in der Zeit. Meine Hose ist ein fetten Klopfen dran. Aber der Carlos, ich habe mich so kaputt gelacht mitten im Regen, weil der Carlos hat die Tür aufgemacht. Ich setze ihn rein und ich war auch noch nicht fertig. Er macht die Tür zu, dann hat die Luise reingesetzt, Tür zugemacht, aber ich muss ja noch rein, also Tür wieder aufgerissen. Ja, weil es hat reingeregnet. Und ich weiß, wie ich nur von der Tür hier reingeflogen bin. Ich hatte so ein Lachflash. Ich nur so, ist die Polizei hinter uns her oder was? Das war so witzig. So witzig. Wirklich. Ne, Dario? Nee, war nicht witzig. Nee. Fandst du blöd? Dario, du bist müde jetzt, ne? Wurde auch eben versorgt. Boah, die hatten so eine schöne Toilette. Da, wo man die Kinder auch wickeln konnte, so eine Ablage, so richtig schön mit Auflage, alles. Aber so nass wurde ich, glaube ich, noch nie, ey. Aber wir müssen echt mal gucken, wo ist denn dieser verdammte Regenschirm? Ich hatte keine Ahnung. Drin. Ja. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich weiß es jetzt auch nicht. Oder der vorne? Da war der nicht? Okay. Ich weiß es nicht. Aber ich beende jetzt hier das Video, ne, Carlitos? Ja. Ich weiß nicht, wann ich das nächste starte, ob ich heute überhaupt noch filme oder morgen. Ne, in Luxemburg. Das machen wir dann spontan, je nachdem, was wir heute noch machen. Ne? Weil wenn die Kinder wenn wir jetzt heute Abend mit Familie sind, dann werden wir eher nicht filmen. Aber wir haben morgen ja auch, sind wir noch morgen auch noch den ganzen Tag da. Ne? Genau. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen dann um 10 Uhr wieder. Bis morgen. Tschüss.